Howdy, willkommen bei den Belmondo-Wochen. Leider lief die Umfrage nicht sehr gut, es haben nur 5 Leute ihre Stimme abgegeben. Das ist leider so. Aber der Film, der am meisten gewünscht worden ist, ist der Film Der Profi mit 60%. Also ist es mal 3 haben für den gestimmt. Regie führt Jos Lante und die Musik ist von Ennio Morricone. Der französische Geheimagent Jos Bomer soll einen afrikanischen Diktator töten. Doch während er seiner Mission nachging, ändert sich die politische Lage und sein Auftraggeber verrät ihn. Nach 2 Jahren Gefangenschaft kann Jos fliehen. Zurück in Paris hat er nur noch einen Plan, Rache an seinen Vorgesetzten. Mir hat ganz besonders am Film der Anfang gefallen, wo er da in Afrika in Gefangenschaft war. Bei diesen Szenen hatte man sehr viel Mitleid mit ihm gehabt. Zum Beispiel, er wurde so von diesen Wächtern verprügelt und getreten. Und dann gab's auch noch so eine Szene, wo seine Frau von einer Lesbin verhört worden ist. Okay, war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Lesbin war, aber die hat da so ein paar Andeutungen gemacht. Kommen wir zu Musik. Die ist nämlich sehr gut. Die ist ja auch von Ennio Morricone komponiert worden. War sehr traurig, aber gleichzeitig auch sehr eingängig. Das hat sehr gut zum Film gepasst. Es gibt von dem Film keine Fortsetzung. Ja, es gibt bei uns einen Film, der heißt Der Profi 2. Aber jeder, der diesen Film, also Der Profi, geguckt hat, weiß, dass eine Fortsetzung nicht möglich ist. So ist der Titel Der Profi 2 irreführend. Handlung super, Darstellung auch super und die Musik ist wunderbar. Fazit, der wahrscheinlich beste Actionfilm aus Frankreich. So, beim nächsten Mal kommt der 2. Platz. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.